Da ist das Erdbeben wieder. Okay, meine Hände sind jetzt hier. Oh Gott, Leute, kann ich jetzt hier rein? Die Lampe ist jetzt irgendwie am Wackeln oder so. Was ist das denn hier? Aber ich verstehe halt nicht, was das da hinten soll, ne? Vom Ding. Scheiße! Was geht da denn jetzt ab? Moin, Leute, und herzlich willkommen zum Most Hype-Format auf meinem Kanal. Puppy Hacktime! Wir gehen heute auf jeden Fall wieder rein, gucken uns eine interessante Begebenheit an. Wir werden heute einmal einen Blick in die genaue Spielzeugherstellung werfen und gucken uns den Raum an, wofür man diese beiden Handschuhe braucht. Man muss ja auch erstmal zu diesem Raum wieder zurückkommen. Seid auf jeden Fall gespannt, denn es wird heftig. Und an alle 80% meiner Zuschauer, die nicht abonniert haben. Abonniert bitte, damit ich die 140k vielleicht demnächst mal voll habe. Kuss, wir gehen rein. Söhchen, Popöchen. Wir müssen jetzt hier erstmal den Strom anscheinend wieder einschalten. Okay, wir wollten Folgendes machen, Leute. Zunächst einmal werden wir heute quasi diesen Spielzeugherstellungsschritt verfolgen. Wir gehen also heute einmal hier so durch und gucken uns das Ganze mal an. Ich muss uns einmal ganz schnell nach oben durchzippen und den Strom hier aktivieren, weil... Anscheinend jemand vergessen hat, hier Strom anzuschalten. In der Kackfabrik. Junge, ich bin da mittlerweile so geübt drin, Digga. Zieht's euch rein, ne? Ich könnte, wenn ich will, Digga. Ich kann auch Augen zumachen. Ich brauche da nicht mehr hingucken. Es geht alles schon so flüssig über. Das läuft anders geil. Aber ihr wisst, ne, der Tarzan-Move, der kommt halt nicht von ungefähr. Oh, ja, ja! Hallo? Na, lassen wir das mal. Aua! Sag mal! Meine Beine. Okay, Freunde, also Powerknopf an und dann müssen wir das Ganze auf jeden Fall gleich mal nachverfolgen. Ich werde mich so hier hinstellen. Noch lauter geht's nicht, oder? Ich werde mich so... Oh, verdammt! Pause! Das geht ja schon los. Das wusste ich nicht. Wir müssen also einmal raus aus unserem Luxuskörper. Ich lasse das Game jetzt mal laufen und wir gucken uns das an. Die Teile sind hier irgendwie so weiß gestrichen. Man sieht's auf jeden Fall. Und wir werden uns natürlich ansehen, was ist, wenn wir hier jetzt einfach dem ganzen Alma so hinterher folgen. Ich habe mich beim letzten Mal, beziehungsweise bei den ersten Folgen schon gefragt, was passiert hier drin eigentlich? Hä? Hallo? Das ist jetzt irgendwie so eine Tür? Okay, die Teile kommen jetzt hier anscheinend irgendwie wieder raus. Jetzt sind die angemalt. Okay, aber da gibt es ja auch noch diesen Laser und hier drinnen passiert ja auch irgendwie noch so richtig was Brutales. Also gehen wir mal dahinter her. Was ist das jetzt hier? Ist ein bisschen dunkel hier drin. Und die Teile verschwinden wieder. Wir bleiben jetzt genau... Ah ja. Das haben die sich ja schön ausgedacht hier, die Entwickler. Also ganz ehrlich. Naja, dann gucken wir uns wenigstens den geilen... Boah, Alter, der Laser ist ja anders wild. Zieh jetzt rein, fühle ich mich gleich wie Mission Impossible, ne? Din, 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 din. Ach, scheiß drauf. Alles klar, wir entern den... Oh, das Riesenloch. Wir entern das Riesenloch. Es wird dunkel. Es wird richtig dunkel jetzt. Ich bin schon... übelst weit drin. Okay, wie tief ist das Loch? Aha! Bescheißerloch ist das! So ein Ding! Na gut, Freunde, dann bringen wir mal wieder zurück. Ich will auf jeden Fall noch mal kurz Huggy Wuggy verarschen. Einfach, weil es cool ist, ne? Das macht einfach Spaß. Ich sag euch ehrlich. Es wäre vielleicht ja auch mal cool, wenn wir mal probieren, hier so richtig viele Kisten einfach vorzustellen. Um mal zu schauen, wie der da eigentlich drauf reagieren würde, ne? Ich denke mir so, Kollege, da kommst du locker nicht durch. Okay, wir probieren's. Moin! Na, du alter Hauding! Komm mal hier rum, du, mein Bester! Ja, geht. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, Diggi. Ey! Verpiss dich! Okay, warte mal. Ich hab das. Wartwitz, ich hab's nicht, ich hab's nicht! Ja, und jetzt soll ich hier reingehen? Ich will da doch nicht rein. Ja, nee! Wir sehen uns auf jeden Fall nicht wieder, Kollege! Na? Ich gehe jetzt hier schön wieder zurück. Juckt mich nicht. Der denkt, ich komme da durch. Der kann lange warten, der Alte. So, Freunde, wieder hochgekämpft. Kommt jetzt hier erstmal unserer... Hey, piss dich jetzt! Rein da! Agiwagi, Kollege. Und wir brauchen die andere Hand. Und ich werde euch gleich zeigen, wie man zurück zur Tür kommt, denn... Ich würde mal sagen, ich bin einer der wenigen, die diesen Glitch rausgefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob Leute tatsächlich zu dieser Tür gekommen sind. Mit den beiden Händen. Weil ich habe da was ganz Interessantes rausgefunden. Aber ich will auf jeden Fall mal das Teil auf mich raufschleudern lassen. Perfekt, ich stehe richtig. Was passiert? Ah ja.
Die meisten denken sich jetzt so, ja Mann, wie kommst du denn wieder zurück in die Lobby, weil die Tür ist ja eigentlich verschlossen. Ihr müsst auf diese Schränke bzw. auf diese Teile raufklettern und dann hier rauf. Ah, ich zeige euch mal, was ich meine. So, wir sind jetzt hier oben drauf, ne? Also alles cool. Man kann hier halt leider noch nicht so viel machen. Es gibt aber eine kleine Sache, die man von hier aus machen kann. Und zwar, wenn man sich hier hinstellt und einfach ein Zauberwort sagt, ja? Ein Zauberwort. Dann kommt man durch dieses Fenster. Ich zeige euch, was ich meine. Zauberwort kommt. Abonniere. Der Lumis Kanal. Ja, Kollegas. Und schon bin ich hier oben, ne? Ja, so einfach geht das. Und jetzt folgendes Ding, Leute. Wir sind hier schon richtig gut auf dem Roof drauf. Das ist perfekt. Kann man hier versuchen, zurück in diese Base zu springen. Man könnte jetzt hier aufs Dach aufgehen, aber ich vermute mal, dann sterben wir. Also werden wir es jetzt über diese Platten da probieren. Okay, also... Ja, ich mach das mal kurz. So, angekommen auf diesen Platten sind wir jetzt hier und... Ihr seht halt, ne, dass also das Level hat sich jetzt komplett gechanged. Das hat sich alles geturnt. Wir sind im Prinzip in dieser Hauptlobby drin. Das hier ist der Haupteingang so. Hier fehlt jetzt alles. Hier war, glaube ich, irgendwie so Zuggeschichte oder sowas. Und man würde jetzt hier auch theoretisch runterfallen. Juckt uns aber nicht. Wir wollen durch die Tür. Und beim letzten Mal gab es ein Erdbeben. Was, wir haben noch eine Cafeteria? Oha, Leute. Okay, Testing gibt's auch noch? Also wir haben noch drei Räume auf jeden Fall vor uns. Vielleicht könnte man über Testing rein, wenn man hier diesen linken Eingang benutzt. Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Also ganz ehrlich, wir haben Cafeteria, Testing und das Theater. Schreibt einfach mal gerne in die Kommentare rein, wo wir als nächstes in der nächsten Folge reingehen sollen. Würde mich mal interessieren. Also wir machen das auf jeden Fall. Ich will nicht lange faseln. Ich kann jetzt so halt leider nicht durch die Tür gehen. Deswegen muss ich diese Tür jetzt erst einmal aktivieren. Das haben wir jetzt auch gemacht. Da ist das Erdbeben wieder. Okay, meine Hände sind jetzt hier. Oh Gott, Leute. Kann ich jetzt hier rein? Okay, ich zieh's einfach durch. Ich bin jetzt hier irgendwie in so einem ganz komischen Gang drin. Hört ihr die Geräusche? Was ist das? Wir passen jetzt hier vorsichtig auf. Ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht, aber wir sind anscheinend in einem verbotenen Raum. Hat das Licht hier gerade geflackert? Da hinten ist eine Tür, oder? Ich kann da eine Tür erkennen auf jeden Fall, okay. Hier ist irgendwie noch so ein Kissi-Missi-Art, ja. Das soll anscheinend die Schwester von Hagi-Wagi sein. Dama! Habt ihr die Gasleitung schon nicht repariert und jetzt die Lampen nicht, oder? Jetzt schreiben wir mal aber auf hier! Was ist denn das? Die Lampe hängt hier schief. Was ist das da hinten? Aber was ist das für ein Geräusch? Also ich verstehe nicht, wo das Geräusch herkommt. Kommt das von der Tür? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas drin. Freunde, was passiert dahinter? Da ist was. Oha, was ist denn das hier? Hä? Wer schmeißt das da hin? Okay, ich habe es jetzt irgendwie aus dem Raum hier rausgeschafft, ne? Die Lampe ist jetzt irgendwie am Wackeln oder so. Was ist das denn hier? Aber ich verstehe halt nicht, was das da hinten soll, ne? Vom Ding. Scheiße! Was geht da denn jetzt ab? Hilfe! Nein! 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 Ich will nicht gegessen werden! Oh nein, der kommt, der kommt, der kommt! Bitte lass mich durch die Tür! Mach die... Ich komm doch nicht mehr durch! Mach die Tür auf! Bitte mach die Tür auf, bitte! Nein! Hagi, das war nicht so gemein, Bruder, bitte! Lass mich da durchgehen! Hagi! Verdammt! Nein! Ja, Leute, das war's mit einer unglaublichen... Geschichte wieder von Hagi Wagi, beziehungsweise was in diesem Raum war. Denkt dran, schreibt gerne in die Kommentare, wo wir als nächstes reingehen sollen. Übelst krank, wie ich finde. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Und ein Abo auf meinem Kanal nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ihr könnt andere Videos auch mal mit Playtime hier oben auschecken. Ich wünsche euch was. Kuss, Kuss. Denno out.